Sieht ein bisschen aus wie ein Stargate. Und da soll ich jetzt rein? Wer baut denn solche Tempel, bitteschön? Pilze. Komm ich vor wie so ein Hobbit. So, da oben kommt man nicht weiter. Das Ding hat sich bis hierhin zurückgeschlossen. Das ist so ein bisschen wie so ein Schloss. Okay. Warum? Es ist schon wieder labyrinthartig aufgebaut. Mit mehreren Abzweigungen und verschiedenen möglichen Wegen. So, da geht's nicht weiter, hier geht's nur runter. Liegt da was? Nö. Liegt da was? Nö. Ich gehe mal kurz nochmal auf die andere Seite. Und er hat noch nicht einmal alle Wege genommen, ja. Ganz am Anfang fehlt uns ja auch noch ein Weg. Also wir sind ja nach vorne gegangen und nach links. Nach rechts sind wir gar nicht gegangen am Anfang. Aha. Wenn hier nur nicht so oft nichts gefunden kommen würde. Wie viele Pilze ich im Inventar haben könnte, wenn wir bei jedem Pilz, den wir ernten, auch wirklich einen bekommen würden. Wir sind wieder draußen. Zumindest in einem kurzen Abschnitt. Was ist denn das für eine Statue? Ich höre dich. Oh! Oh! Die Ruinen überschneiden sich. So eine Überraschung. Sag, Callisto ist nicht hier, oder? So ein Glück. Der hätte mir mit seiner Laune gerade noch gefehlt. Ich habe noch keinen Durchgang gefunden. Aber jetzt können wir ja zusammen weitersuchen. Da finden wir bestimmt was. Mit seinem Grinsen im Gesicht und den Worten, oh, die Ruinen überschneiden sich. Na, das ist ja ein Glück. Jetzt können wir zusammensuchen. Wie schön. Ich sehe das nicht. Der macht mir immer mehr Sorgen, der Kim. So grinst du bestimmt, wenn die Cam nicht an ist. Ja, immer. So, auch mit dem Schatten im Gesicht. Er ist doch von hier gekommen. Er müsste uns doch sagen können, ob da hinten was ist. Ich vertraue dem Kerl nicht. Der war am Anfang mal freundlich. Also nett irgendwie und ich, aber mittlerweile. Mittlerweile habe ich da sehr starke Bedenken. Der will nur Snusnu in den Ruinen mit dir machen, das glaube ich nämlich auch. Alpha-Wand. Wie fies. Ich dachte, ich könnte mich jetzt hier runterfallen lassen, da unten irgendwie in diese Ebene reinkommen. Aber nein. Kann ich mich hier kann ich mich tatsächlich runterfallen lassen. Au. Oh, Alpha-Wand. Alpha-Wand. Schade. Man kommt hier nur wieder rauf. Ups.
Nee, da komme ich nicht weiter. Schau, das muss es sein. Die Tür sieht irgendwie magisch aus. Ich wette, dahinter ist schon der Palastkeller. Wir müssen Callisto rufen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Die Tür sieht irgendwie magisch aus. Welche Tür meinst du? Dort, wo du gerade runter wolltest. Aber hier gibt's auch noch mehr zu erkunden. Ich kann doch jetzt nicht... Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Alles klar. Wir haben quasi den kurzen Weg genommen. Du hast etwas abgekürzt. Ja, wenn man mir schon die Möglichkeit gibt, irgendwo runterzuspringen, dann muss ich das natürlich auch wahrnehmen. Hier war nichts. Diese Tür, meint er. Versiegeltes Portal. Unmöglich. Okay, dann rufen wir Callisto. So, er hat uns einen Zauber gegeben, hat er gesagt. Wie heißt denn der Zauber? Callisto beschwören? Gefährten rufen. Ach, ruft Kim und Callisto. Hier. Nach einiger Zeit des Wartens taucht Callisto endlich auf. Ausgezeichnet. Das ist tatsächlich der Durchgang in den Tempel. In der Aufzeichnung war von einer Parole die Rede, mit der man das Tor öffnen kann. Sprich, Freund. Nun, ich hoffe sehr, dass ich sowas nie wieder werde sagen müssen. Ich lebe für den Schöpfer, den allmächtigen Herrscher der Menschheit, durch dessen Gnade allein ich bin und durch dessen Schutz allein ich noch weiterhin sein werde. Möge sich die Pforte in seinem Namen öffnen. Es klappt, wir sind drin. Ein Glück. Wie ich sowas verabscheue. Religion gilt dem gemeinen Mann als wahr, dem Weisen als falsch und dem Herrscher als nützlich. Vor allem dem, der mit Gewalt regiert. Na los, kommt. Kim, hör auf, mich so anzustarren. Halt, lauf doch nicht so schnell. Warte, warte. Ich bleib jetzt hier. Hier ist es viel sicherer. Das ist ein sehr seltsames Gefängnis. Weil die Zellen so komisch aufgeteilt sind. Hier ist doch 100... Ich wollte gerade sagen, hier ist doch 100 pro eine Tür. Guck's dir mal an. Da. Wer würde denn so einen Durchgang bauen, um dann eine Sackgasse da zu verstecken? Aber ich kann sie nicht öffnen. Es ist nur eine Nacht Zeit. Oh, stimmt. Vielleicht haben wir wirklich ein Zeitproblem. Unmöglich. Da ist doch auch wieder so eine Hundeklappe. Warte mal. Was ist denn bitteschön hier passiert? Was höre ich da? Angst. Der mit dem Katana tanzt, ist hier und kann die Dame beschützen. Sehr gut, das kann Talia jetzt gebrauchen. Palast von Ostian, okay. Eine sehr blutige Tür, aber eine sehr blutige Tür.
Ja, Lauch. Den wollte ich schon immer mal klauen. Ich glaube, wir haben die Folterkammer erreicht. Ja. Wir sind im Kerker rausgekommen. Der Kerker hat eine direkte Verbindung. Oh, großer Gott. Der Kerker hat eine direkte Verbindung zum Palast, was ja klar ist. Macht ja Sinn. So viele Abstellräume. Wofür brauchen die hier so viel Pergament? Ja, wahrscheinlich für die Urteile, die sie sprechen. Im Namen des Glaubens. Toll, Callisto. Also gut gemacht. Also für Schreiberlinge ist das hier das Paradies. Ich habe das Gefühl, wir dürfen später nochmal in... Wir teilen uns auf. Ihr habt beide eine Liste mit den Zutaten, die wir benötigen. Wenn ihr alles zusammen haben, treffen wir uns in der Küche des Tempels. Aber wieso in der... Achso. Wir werden die Wachen des Tempels mit nicht tödlichen Giften erst einmal handlungsunfähig machen. Mischt die Stoffe, die ich hier aufgelistet habe, in ihr Essen. Es wird sie nicht umbringen, ihnen jedoch einige unruhige Nächte bereiten. Erstes Gift. Kreuzdornöl. Ihr werdet es im Alchemieraum des Tempels finden. Es handelt sich um ein Hydragoga, das heißt, es ist ein Abführmittel. Dies sollte reichen, um die Wachen mit etwas anderem zu beschäftigen. Zweites Gift. Albtraumranke. Es dürfte im Gewächshaus zu finden sein. Der Name kommt von seiner depressiven Wirkung. Es lässt einen nach der Einnahme depressiv werden. Dazu gehören Reizbarkeit, Verstimmung, Wutanfälle, Unzufriedenheit mit sich und anderen, Neigung zu Vorwürfen und nachtragendem Verhalten, erhöhte Risikobereitschaft und sozial unangepasstem Verhalten. Leider Charaktereigenschaften, die bei Tempelwachen nicht selten auch ohne Gift vorzufinden sind. Drittes Gift. Elixier der Geisteskraft. Ihr findet es vermutlich in den Gemächern der Priester. Es handelt sich hierbei um eine Droge, die die Priester dazu benutzen, sich in Trance zu versetzen, um anschließend mit ihrem Schöpfer zu sprechen. Schicken wir damit die Wachen ebenfalls zu ihrem Schöpfer. Es sollte klar sein, dass niemand euch dabei erwischen darf. Wenn ihr gesehen werdet, fliegt alles auf und der Plan könnte scheitern. Enttäuscht mich nicht. Gezeichnet Narazul Aranteal. Dem, was du über den Schöpferkult weißt, wunderst du dich noch? Nein. So eher die Mordkammer, obwohl das macht Sinn. Die sind ja wie Necromonger, die indoktrinieren mit Schmerz. Oh nein, er bewegt dutzende Physikobjekte, welche separat berechnet werden. Ja, das war vielleicht keine gute Idee. Okay, wir sollen separat suchen. Darf ich dann jetzt da oben auch durch? Nein. Und Kim ist schon losgerannt. Küche, Gewächshaus, große Halle, Alchemielabor. Und wir dürfen nicht gesehen werden. Okay. Ich mit meinem leuchtenden Ring hier.
erstmal die Mauer freiräumen. Damit wir da im Zweifel auch relativ zügig durchkommen wieder und nicht die ganze Zeit hängen bleiben. So. Die Frage ist, wo hat uns das jetzt hingebracht? Da ist was und hier ist was. Jetzt nimmt er das Essen mit, was eigentlich jetzt vergiftet werden soll. Ja, aber es sah so lecker aus. Oh. Da vorne ist eine Palastwache. Ich muss einen Weg finden, sie irgendwie zu umgehen. Wenn sie mich entdeckt, ist alles umsonst gewesen. Schöne Kunst wieder an den Wänden. Und ich darf die Kalzinatoren und so nicht mitnehmen? Wirklich? Ein Herz? Manasalz? Weintrauben? Und das hier ist alkoholgetränktes Frostsalz. Naja, gut. Ein Schlüssel aus dem Gewächshaus von Ostian. Geehrter Tempelherr Pius, aufgrund des unschicklichen Verhaltens einiger Glaubensbrüder, die gestrige Lobpreisung mehrfach zu verlassen, um das Abort aufzusuchen, wodurch ich mich zu der Vermutung gezwungen sehe, dass euer Ransdornöl etwas damit zu tun haben könnte, habe ich mir erlaubt, den Schlüssel für den Schrank, in welchem sich selbiges befindet, aus eurem Gemach zu entfernen und zu verstecken. Das Versteck ist zugegebenermaßen dilettantisch gewählt. Oh ja, der Schlüssel ist ganz in eurer Nähe, weshalb ihr ihn in Kürze werdet finden dürfen. Ich gebe euch den guten Rat, euch einmal ein wenig zu bilden. Darüber hinaus möchte ich euch höflich darauf hinweisen, dass ich euch im Auge habe und dass, wenn so etwas noch einmal passiert, ich weiß, wer einen ganzen Kübel dieses Öls wird trinken müssen. Hochachtungsvoll, hoher Tempelherr Franziskus. Öl ranzig. Ob ich erwähnen sollte, dass Fex das etwas kreativ macht? Ja. Bald ist kein Essen mehr da. Bald müssen sie das Gift so zu sich nehmen. Ein Versteck. Ach, warte mal, im Alchemielabor sollte doch auch... Hier muss etwas sein, was wir suchen. Vergessen, was wir gerade. Er hat einen Schlüssel versteckt. Wahrscheinlich ist das Öl hier drin. Er sagte, er hat ein dilettantisches Versteck gewählt. Und dass man es bald finden würde. Einen Schlüssel haben wir gefunden. Du machst alles durcheinander. Okay. Ja, ich rede wieder zu viel, ne? Ich sollte wieder Silent Gameplay anbieten. Aha. Wandregalschlüssel. Zack. Kreuzdornöl. Und jetzt geht's runter in die Küche, glaube ich. Psst, leise.
Oh, nee, ich muss an dem vorbei. Ich könnte mich unsichtbar machen, ne? Da vorne links abbiegen. Zum Glück ist Talia selbst mit schwerer Rüstung... Oh nein, ich bin falsch gelaufen. Selbst mit schwerer Rüstung eine Koryphäe des Schleichens. Sie ist einfach die Beste. Wie hieß der Keller? Ich habe da auf der Karte eben Pornokeller gelesen. Was? Ein Palast von Ostian. Und hier auch Wachen. Ah. Ein Lagerraum. Da würde ich doch als Entwickler würde ich hier Sachen verstecken. Oder auch nicht. Hallo? Ach, da sind die Töpfe, wo wir dann vergiften müssen. Ah, es gibt extra Wegweiser. Genau, die waren an der Wand. Das Essen hier zum Beispiel darf ich nicht klauen. Oder sollte ich nicht klauen. Das Essen in der Küche lassen wir mal unangetastet. Was machst du denn hier? Ach so, wir sind wieder hier. Küche in diese Richtung. Gewächshaus. Wir haben den Schlüssel vom Gewächshaus gefunden. Aha. Mhm. Ja. Okay. Da war ich ein bisschen zu forsch. Lass uns mal den Weg wieder zurücknehmen erstmal. Den Weg, den wir gekommen sind. Nee, nee, ist schon ein Palastkeller. Ist alles gut. Wir müssen im Prinzip an der Wache vorbei und dann hierhin. Dahin. Ins Gewächshaus. Mhm. Ah, warte mal. Chemielabor? Das ist eine Etage tiefer, oder? Ja. Da hinten ist wieder ein Schild. Wir müssen eigentlich weiter geradeaus, aber ich guck mal auch nochmal in die anderen Räume hinein. Nur für den Fall auf... Jetzt sind wir wieder hier. Gewächshaus, da in diese Richtung. Hm. Aber das war doch falsch. Wo ist denn dann das Gewächshaus? Wer nennt denn etwas Palastkeller? Die feinen Herren müssen immer alle daran erinnern, dass sie sich im Palast, dass sie im Palast sind und auch das Palastklo und das Palastwaschbecken benutzen. Gib den reichlich Stoff ins Essen für mich bitte. Ob er jemals die Treppe nimmt? Diese Treppe? Ach. Das wäre viel zu einfach gewesen. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui.
Was wächst denn hier bitte schön? Ach, das ist die Albtraumranke. Oh. Aua. An Igor. Ich werde morgen früh in die Wüste aufbrechen, um einige Wurzeln zu suchen. Das bedeutet, dass du allein bist und die Albtraumranke nicht anrühren wirst. Du wirst nicht einmal daran denken, verstanden? Der Schlamassel beim letzten Mal hat mir gereicht. Wenn Tempelherr Martinez ein Stück der Ranke brauchen sollte, weiß der Schöpfer, was er ständig damit macht, dann wirst du ihm erklären, wie der Vereiser funktioniert. In das blaue Fach muss etwas alkoholgetränktes Frostsalz getan werden. Die Giftmischer im Alchemielabor haben das. In das rote Fach müssen die zwei großen Tomaten, die auf dem Tisch liegen. Verstehst du? Die Tomaten sind wichtig und du wirst sie nicht essen. Der Vereiser erzeugt aus dem Wasser der Tomaten und dem Frostsalz einen Eisstrahl, der die Albtraumranke paralysiert. Dann kann man ein Stück von ihr abschneiden. Mann, nicht du. Nur Martinez darf die Pflanze anrühren. Ich bin am Abend wieder da. Sei so nett und richte wenigstens ein einziges Mal kein Chaos an. Gezeichnet Tempelherr Benedikt. I see. Speichern. Tentakel und es greift nach Talia. FSK-Alarm. Aber wirklich, ne? Ist ein bisschen unangenehm. Unangenehm. So, zwei Tomaten. Hochgezüchtete Tomate. Kann sie nicht... Ach so. Also ich muss die so da reinlegen. Okay. Aloe Vera. Kann man immer gut gebrauchen. Okay, ich habe gespeichert. Eins. Und zwei. Ja, zwei. Okay. Die sind im roten Fach. Jetzt müssen wir die Mana-Salze, die wir ja zum Glück auch schon gefunden haben, alkoholgetränktes da. Gefährliche Nebenwirkung. Das packen wir hier hin. Die Maschine kann nun bedient werden. Albtraumranke dem Inventar hinzugefügt. Schön. Sehr schön. Wie schön diese Technik auch so, das ist echt gut gemacht. Macht voll Spaß. Es sind auf jeden Fall holländische Tomaten und sie sind weg. Schleichmission in einem Spiel, was für sowas nicht ausgelegt ist und Physikrätsel aller Half-Life. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was solche Entwickler mit einer Unreal Engine 5 anstellen könnten. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Ach, warte mal, hier ging es ja auch noch hoch. Ich speichere nochmal und speichere auch nochmal richtig. Ja, nicht, dass uns der Fortschritt jetzt hier mit den Albtraumranken flöten geht. Aha, das ist der Brunnen. Kommt man da runter? Dem Schlüssel aus dem Gewächshaus. Ach so, dafür ist der gedacht. So, dass man sofort da quasi hoch kann. Ohne, dass man sich da überhaupt erstmal an den Wachen vorbeischleichen muss. Okay. Jetzt müssen wir zur Küche. Die ja da hinten irgendwo erreichbar ist. Na, ist auch alles erledigt.